Hallihallo, ihr alle. Wie ihr am Titel schon lesen konntet, wird's heute haarig. Ich bin echt aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Ja, es geht um Dip Dye, wie ihr gelesen habt. Ich möchte meine Haarspitzen ein bisschen färben für meinen Urlaub, der nächste Woche losgeht. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz witzig. Und da ich aber nicht so wirklich ganz mutig bin, sondern nur halbmutig, habe ich mir so eine Farbe hier ausgesucht. Die hält 8 bis 10 Haarwäschen. Ich bin mal gespannt. Wie das so wird, ob das überhaupt zu sehen sein wird, keine Ahnung. Das war das Einzige, was wir noch da hatten von der Sorte. Ist die Farbe Hot Violet. Sieht so rötlich-violett aus, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, 8 bis 10 Haarwäschen ist von L'Oréal Paris, die Naturelle Volcanics. Cremeschaumtönung. Und das werde ich mir gleich in meine Haarspitze machen. Wie gesagt, ich bin etwas aufgeregt und ich habe keine Ahnung, ob es was wird. Falls es voll das Desaster wird, werde ich wahrscheinlich 8 bis 10 Haarwäschen an einem Stück machen, nur damit meine Haare wieder halbwegs normal aussehen. Aber ich denke, das Risiko ist es wert, eingegangen zu werden. Man muss sich ab und zu mal was trauen. Und da es ja nicht permanent ist, sollte das keinen großen Schaden anrichten. Falls die Farbe doch nicht wieder gänzlich aus meinen Spitzen wieder rausgeht, macht das auch nichts, da die sowieso bald wieder ab müssen. Also eigentlich müsste ich sie jetzt demnächst schon mal schneiden, aber 8 bis 10 Haarwäschen kann das noch warten. Und ja, falls ihr dabei bleiben wollt und sehen wollt, was passiert, dann bleibt einfach dran und viel Spaß. Ich fange erstmal damit an, mir so einen coolen Kittel hier anzuziehen, so einen Chirurgenkittel, damit ich mich nicht völlig einsaue. Denn falls das Ding dann gleich in die Wäsche kommt, dann macht das ja nichts. Also ich habe das blaue Ding jetzt angezogen. Dann habe ich die Bedienungsanleitung gelesen und da stand, man soll seine Haare waschen, beziehungsweise sie müssen dafür erstmal feucht sein. Also habe ich meine Haare erstmal feucht gemacht, so ab hier abwärts. Jetzt bürste ich es noch ein letztes Mal durch. Und dann geht es auch schon ans Eingemachte. Oh, ich bin echt nervös. Ich habe Angst, dass das voll das Desaster wird, aber naja. Ein bisschen trockener sollten sie vielleicht sein. Irgend in der Bedienungsanleitung stand, sie sollen gut frottiert werden. In dem Päckchen ist übrigens drin einmal die Bedienungsanleitung, dann Handschuhe und hier so ein Ding, was aussieht wie Schaumfestiger, wo dann die Farbe halt rauskommt. Uiuiui. Das wird aufregend. Ich sag's euch. Gut, dann nehme ich mir nochmal ein paar Handschuhe. Ich nehme mir mal aber eigene Handschuhe, weil die da drin waren, die waren irgendwie voll leicht kaputt zu machen und ich habe schon beim ersten Mal reingehen die kaputt gemacht. Ah, die sind auch länger und die gehen bis hier. Meine guten Medizinerhandschuhe hier. Also. Gummihandschuhe an. Was sagt nochmal die Bedienungsanleitung? Dose mit dem Sprühkopf nach unten richten und mit Daumen die gegrillte Fläche drücken. Das geben Sie jetzt auf die Hand. Schaum verteilen. Okay, dann probieren wir das doch mal aus. Gut schütteln. Nochmal ein bisschen mehr schütteln, nur um sicher zu gehen. Aber mein Ding löst sich hier schon wieder auf, weil ich unfähig bin, mich anzuziehen. Okay. Schick. Okay, nehmen wir das. Ja, okay, bis jetzt sieht es noch nicht so schlimm aus. Bis jetzt sieht man überhaupt gar nichts. Keine Ahnung. Wie viel oder wenig man da überhaupt nehmen muss. Ich hau mir ordentlich was in die Spitzen. Puh, ganz ruhig bleiben. Es hält nur 8 bis 10 Haarwäsche. Oh Mist. Naja, mache ich gleich weg dann. Ich habe nur Angst, dass der Übergang hier total hässlich ist, weil ich das nicht gescheit sehe. Und alles ist nass. Nicht meine Klamotten da drunter.
Oh, da würde ich mich voll ärgern, wenn die jetzt voll werden. Okay. Nochmal. Ich habe ja genug Farbe übrig, Mensch. Also habe ich mir das hier großzügig fett unten in die Spitzen rein. Ich habe zwei Packungen davon, also falls es beim ersten Mal völlig überhaupt gar nicht zu sehen ist, dann mache ich es vielleicht noch ein zweites Mal. Pony, nee. Nee, nee, der Pony kann schön so bleiben, wie er ist. Ich glaube, ich habe es zu weit hochgezogen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, das soll jetzt 30 Minuten lang einwirken. Aber ich glaube, also erstmal ziehe ich mir die Handschuhe aus. Jetzt nehme ich nochmal die Bürste und gehe hier mal so vorsichtig durch. Jetzt die Bürste auswaschen, warte 30 Minuten und dann wasche ich mich aus und dann sehen wir uns wieder und ich hoffe inständig, dass es besser aussieht, als ich gerade das Gefühl habe. Aber naja, bis jetzt sieht man ja gar nichts, also toi toi toi. Bis gleich! Hallo, hier bin ich wieder und wie ihr sehen könnt, seht ihr wahrscheinlich nichts, denn wow, voll der Fail. Man sieht echt so gut wie überhaupt gar nichts. Also mit viel Fantasie kann ich mir einbilden, dass hier so ein leichter violetter Schimmer drauf liegt, aber also Dip Dye ist es jedenfalls mal gar nicht und naja. Also ich habe gemacht, wie es drauf stand. Ich habe es eine halbe Stunde einwirken lassen, dann ausgespült. Aber naja, wie ihr seht, seht ihr nichts, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei der Kamera rüberkommt, aber im wirklichen Leben sieht man jedenfalls so gut wie gar nichts. Also wie gesagt, so ein ganz leichter, dezenter Schimmer. Sieht aus, als hätte ich meine Haare schon 8-mal gewaschen. Also das war schon mal nix. Ich habe aber noch hier über die Hälfte drinne in dem Zeug. Man kann das auch nochmal verwenden. Vielleicht setze ich mich nochmal hin und mache es nochmal und lasse es ein bisschen länger einwirken. Das weiß ich nicht. Wenn ja, dann werde ich euch auf jeden Fall ein Foto bei Twitter hochladen, beziehungsweise bei Instagram. Falls ihr mir da folgt, dann seid ihr up to date. Ansonsten seht ihr es halt im nächsten Video. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Da war ich schon mal so mutig und dachte mir, oh, ich wage jetzt was. Ich mache einen auf Veränderungen und es wird bestimmt total cool. Und ja, es wird total cool, denn man sieht nichts. Naja, wieder was gelernt, ne? War jetzt auch nicht so eine Geldverschwendung, denn bei uns im Stecker, der macht ja zu. Und momentan haben wir 75% Rabatt. Das heißt, ich habe das hier für 75% Rabatt gekauft. 3,99, 75% Rabatt, 1 Euro. Also war jetzt nicht wirklich die Wahnsinnsgeldverschwendung. Naja, ich hoffe, ihr fandet es trotzdem lustig zuzuschauen und habt gesehen, was dabei rausgekommen ist. Falls ich es nochmal mache, dann lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!